Ich heiße Alessia Glavnova und ich singe die Titelrolle in der Oper Rusalka von Dvořák. Also Tschechisch zu singen, das ist für mich sehr angenehm. Es fühlt sich ein bisschen wie Russisch. Die Sprachen sind doch ähnlich. Ja, ich hoffe, das kommt auch gut rüber. Darstellerisch entfalten und sängerisch sowieso. Aber auch, was für mich neu ist, dass ich auf den Spitzenschuhen tanzen muss. Ich bin froh, dass ich auch das ausprobieren könnte. Und Rusalka singt, Rusalka spricht, Rusalka verliert ihre Stimme und muss sich anders ausdrücken. Also das ist schon sehr spannend. Ich glaube, Rusalka hat keine andere Wahl. Sie kann nicht sterben. Und das ist meine persönliche Empfinden. Rusalka wie eine Erlösung, wie etwas Reines, etwas Schönes. Und diese Berührung, diese intime Berührung mit dem Prinz, schenkt dem Prinz Vergebung und Erlösung. Diese Schlussszene finde ich am schönsten in der ganzen Oper. Da wird plötzlich alles klar und es ist eh vielleicht nicht mehr so wichtig, ob es funktioniert hat oder nicht. Jeder bekommt diese Freiheit.